Willkommen zurück zu Mord Schatten. Hier ist wieder Okami und wir waren jetzt hier im Norden von Mordor und machen jetzt die nächste Hauptmission. Da kommt schon eine Herde von Orks oder Uruks. Dann. Ey, das wollte ich nicht. Erstmal Pilze schneiden und aufsammeln. Wofür auch immer. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Alles klar, dann fangen wir an. Nun, wo ist er? Dein Freund ist entweder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Den Schatz. Ah, die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Ah, na toll. Du ihn gleich. Scheiß Viecher aus sich. Oh. Okay. Wo genau muss ich hin? Ja, ich will da runterspringen. Dann geht doch. Wollte er gerade nicht. Jetzt mal wieder voll den Umweg. Okay, hier hoch. Oder was? Das sieht ganz nett aus. Ein Grauk. Ein Grauk. Mindestens 20 Männer, okay. Um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir ihm einen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Okay. Mal schauen. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Beeindruckend, Kalion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Okay. Lauf. Ein Hauch des Todes. Flash! Hier ist was. Da hinten sind wieder irgendwelche Viecher. Hier ist nichts. Doch. Helmgeschosse. Die ich jetzt voll hab. Sieht aus, als hätte der Graub den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Okay, das. Ah, muss ich wieder zurück? Nachtgeschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Ich will nämlich das aufsammeln. Kann ich hier hochklettern? Ja. Da ist es. Eine Schlangenklinge. Leider können wir sie nicht benutzen. Haben die Menschen überhaupt eine Chance gegen diese Uruks? Sie
gänzlich von Hass erfüllt. Wir werden sie lehren, was Angst bedeutet. So werden wir Mittelerde Hoffnung geben. Der ist ja bei viel rumgetapst. Da. Ich hab dich. Spinner! Ich mag Spinnen nicht. Aber ich liebe sie. Schmecken alle gut. Finde ich. Als Haustiere sind sie gut geeignet, da sie sowieso immer irgendwo in den Wänden schlummern. Okay, hier oben. Da. Wer ist dieser Weißhaarige? Sieht aus wie Saruman in Jung. Aus Herr der Ringe. Ach, und das sind die Ringe. Ist der Geist etwa der, der die Ringe gebaut, erschaffen hat? Sieht jedenfalls so aus. Nur ihr könntet solch unerschaffen, Celebrimbor. Sein Name ist Celebrimbor. Celebrimbor. Komischer Name, aber... Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Deshalb sagt Gollum zu ihm... Leuchtender Herr, wie es aussieht. Ja, muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Der Schattenangriff, halt. Wow. Wow. Nicht schlecht. Lauf! Lauf, du Narr! Hä? Was soll ich machen? Ja, komm. Komm, ich will da hoch. Ich will da hoch. Oh Mann. Ja, kletter doch hoch. Ach, die greifen mich gar nicht an. Die haben sie wohl selber Angst vor dem Idioten, der mich da verfolgt. Warte. Mach's mir schneller. Okay. Er hat uns eingeholt. Ich glaube, er vergrabt sich gleich selber. Wiedersehen. Der kommt noch wieder, ich habe bestimmt. Zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein. Da ist er. Nein. Leuchtender Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böser Waldläufer. Was hat der Waldläufer nur gegen ihn? Sieht doch ganz nett aus. Wie fällt sie auch täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz. Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das
sehr. Wir finden mehr Schätze. Ja. Und dann führt er uns zu ihm. Dann müssen wir seine Haare schneiden. Dann komme in unter einer Minute. Meine Geschafft. Kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Okay. Ihre Macht die Bestie, die du jagst, ist in der Nähe. Nie wird angezeigt. Wo sehe ich das überhaupt? Da nicht. Nö. Okay. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So ah, hier ist ein Kraut. Mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Ist aber noch so ein Orangenes. Was? Geht doch. Wohin jetzt? Ich mach mal die Mission da. Die Ausgestoßenen. Hiergon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Orks Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Okay. Da habe ich nichts gegen. Solange ich Erfahrung bekomme. Oh, wie süß. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Ich will auch sowas zu Hause haben. Das ist ja toll. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Danke. Sehr lieb von dir. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe auch, Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir. Ich muss gar nicht gehen. Der macht's von selber. Die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog. Hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut. Echt jetzt? Und dient nur Hitlers? Einem Zweck. Vergiften von Orks. Folge mir. Als ich das schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren. Nein. Folge mir. Ist die der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der Tod. Nein. Warte da. Belohnung. Verschlüsselter Tagebucheintrag. Warum? Oh no. So viele Lager, in die sie meine Frau... Sie sind zäh und keinesfalls dumm. Wir haben unsere Feinde unterschätzt. Sie wurden zu einem Zweck erschaffen, um die Welt der Menschen zu zerstören. Lauf schneller! Das ist... Glaubst das du, ist ein Gottrang. Diesem ist? Mein Herz sagt ja. Mann, jetzt halt's Maul. Ich will doch nur... Na
kann ich hier, Gelaer Mordor. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ich für nicht lange weg. Ist hier gone. Die Gesundheit wurde gänzlich wiederhergestellt. Obwohl die schon voll war. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Sammle die Kräuter für das Gift. Okay. Wir Schätze trainieren schon den ganzen Tag. Das oder das? Nee. Wo denn? Da. Nee. Der dumme Herrscher wird mehr Hauptmänner brauchen, wenn er zurückkehrt. Und ich will einer davon sein. Ach so. Komm her. Oh, Schnass. Was war das für ein Geräusch? Komm her. Nein. Da drüben hat sich etwas bewegt. Komm her. Komm, Süßer, komm. Weg mit dir. Na? Ich werde mich nicht. Komm her. Ich hab den Tod so oft überlebt. Und trotzdem wirst du jetzt sterben. Ja, komm. Ignorierst du mich oder was? Ja. So. Okay. Da ist eins. Und da ist eins. Jetzt muss ich ihm weiterfolgen. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Was? Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Stirb. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Die Spitzern und haben es nicht geschafft. Man sollte sie den Karagor zum Fraß vorwerfen. Tut mir leid, aber der hat mich nicht getötet. Er ist ein Lügner. Lügner! Hab gehört, wenn du den grauen Schleim auf den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Krieg. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Okay. Noch mehr? Okay. Oh, da ist einer. Nein. Ich kann mich sehen. Echt jetzt? Hier ist eins und da. Ach du. Lauf schneller. Bin ich den ganzen Tag Zeit. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor.
Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie? Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Komm her. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. So bin ich jetzt. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits da. Auf dessen Wirkung gespannt. Das nächste da. Ich bin gespannt, was dieses Gift machen soll. Ja, komm. Das sollte reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Als dürfen sie mich nicht sehen. Am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Okay. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Okay. Okay, den, der ist jetzt weg. Dann ist der nächste. Ja, hier klettert hoch. Zwei von fünf. Mal schauen, wen ich hier durch Schleichtötung noch töten kann. Ja, es riecht nach Blut. Bald nach deinem Blut. Okay. Zeichen müsste ich... Da. Den da töten. Gut, 3 von 5. Da oben ist jetzt noch einer. Hier ist irgendwo dieses Sammelobjekt da. Ja, ich hab's verstanden. Lass mich doch das aufsammeln. Ein Artefakt, eine zerfletterte Botschaft. Vielleicht nehme ich mir ja noch Zeit und zeige die ganzen Artefakte am Ende oder mal schauen. Der dunkle Herrscher, ganz gleich. Der sieht mich nicht, oder? Strebt nach Herrschaft. So. Er ist damals faul. Er will uns nur aus dem Weg
schaffen, damit er den ganzen Grog alleine trinken kann. Okay, was mache ich? Die Uhr ist so voll mit Gnaden, dass wir bald welche fressen sollen, bevor sie weg da. Da ist einer. Ich bleib lieber auf den Dächern. Oh. Gesehen zu werden, ey. Was soll ich das denn machen? Ich meine, genau da sind doch welche. Nein. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Nach einem Kampf. Okay, jetzt alle dahin. Was war das? Das war's? Aber wartet, was zum... Bringen Sie sich da selber um? Sieht jedenfalls aus. Okay, hier, das hätten wir. Die nächsten. Trink du doch. Wo ist denn dieses Zeichen? Dieser Gestank. Unvorstellbar. Wie sie das nur trinken können. Hier? Oh! Nein! Oh Gott. Der hätte mich fast gesehen. Nein! Oh! Zweiter Versuch. Aber ich mache hier mal einen Cut, also bis gleich.